zweimal Wien, einmal Aachen, einmal Erkenrad unterwegs und in Führung jetzt muss man in den gehen. Jan Kersten, jetzt schiebt sich aus. Komm Jan! Jan Kersten, muss man in die letzte Kurve gehen, schiebt er sich wieder nach vorne. Aufzug jetzt auf die Zielgerade. Jan Kersten vom SC Mielen auf den letzten Meter. Der gewinnt diesen ersten Zeitlauf. Der dritte Lauf hier in der Meter der Männer mit zwei absoluten Hochkarätern auf den Bahnen 2 und 3. Auf der Bahn 2 im gelben wieder mit Dress Jonas Hansen, der vierte der letztjährigen U20-Weltmeisterschaft. Über 400 Meter Hürden und vor ihm laufen Tobias Mausbach von TV Herkenrad, der westdeutsche Hallenmeister. Er ist nominiert für den Ländercup. Das ist die Ausbildung in Glasgow. Nächstes Wochenende also im Nationalmannschaftstrikot unterwegs in der 4x4. Das ist das Duell. 400 Meter der Männer. Die letzten 100 Meter. Tobias Mausbach vor Jonas Hansen. Das wird nochmal spannend. Das ist auf der Zielgerade. Vorne Tobias Mausbach an die dran gelangen Experte Jonas Hansen. Nachdem die Startmodalität nochmal erklärt worden sind, ging es los. Männer und männliche Jugend 20.500 Meter. Oder auch, dann bin ich neu mal. TSV Bayern.
vom SC Nil jetzt Michael E. Auch hier nur noch wenige Meter jetzt hier ziehen, zusammen mit den restlichen Siegern auf den Start machen. Der Startschuss für den ersten 1000 Meter Lauf. Die männliche Jugend U20 ist unterwegs. Das sind im Einzelnen Markus Dunkel vom Männerkorb von Herrn Röding-Dormage. Benedikt Abel vom Rüderkorb 1879. Sein Vereinskollege Simon Bock. Tobias Eidel vom Ferdinand Tonnerbund. Vom SC Nil Hannes Koch. Joshua Disios vom Männerkorb von Herrn Röding-Dormage. Vom NRZ Wede Michael Stockhausen. Tim Schüttlichkeit vom der Handy Alpe, Frederik Ruppert vom SC Nil und Ottmar Bussani vom TSV Bayern 04 Leverkusen. Thank you.
alles hier unten jetzt auch noch schön bunt ist. Jetzt also das führende Trio auf den letzten vier Runden und da ist alles offen.